Schönen guten Abend bei Heiß und Federt, unserem neuen Nachrichtenmagazin hier auf Puls24. Wir widmen uns jeden Tag den Themen, die am meisten diskutiert werden. Und das machen wir zu Beginn der Sendung immer in unserer Kategorie Beide Seiten. Vom Ukraine-Krieg war gerade in den Schlagzeilen die Rede. Sie haben es gehört, Oberst Markus Reisen ist da heute noch in der Sendung zu hören. Aber widmen wir uns auch jetzt dem Krieg. Wegen des Jahrestages gab es nämlich Umfragen in 12 EU-Ländern und die zeigen ein gespaltenes Bild. Rund 40% der Bevölkerung sind demnach Krieg müde und wollen, dass die EU Russland zu Friedensverhandlungen drängt. Nur ein Drittel will hingegen, dass die Ukraine weiter Hilfe erhält. Wir beleuchten beide Seiten. Seit 2 Jahren bombardiert Russland die Ukraine. Seit 2 Jahren hält Kiew dagegen. Ein Stellungskrieg zeichnet sich ab. 4 östliche Regionen gelten bereits als abtrünnig. Und das, obwohl sie Russland gar nicht gänzlich unter Kontrolle hat. Die eine Seite, in dem Fall die EU, ist sich sicher. Russland gehört der Geldhahn für den Krieg zugedreht. Heute schnürt Brüssel das 13. Sanktionspaket. Ich begrüße die Einigung über unser 13. Sanktionspaket gegen Russland. Wir müssen Putins Kriegsmaschinerie weiter degradieren. Mit insgesamt 2000 Maßnahmen halten wir den Druck auf den Kreml hoch. Außerdem schränken wir den Zugang Russlands zu Drohnen weiter ein. Die andere Seite hingegen ist sich sicher, Sanktionen schaden der EU mehr als Russland. Das erklären vor allem rechte Parteien. Was die Österreicher über den Krieg denken, das zeigt jetzt eine neue Umfrage. 49% wollen, dass die EU Russland und die Ukraine zu Friedensverhandlungen auffordert. 23% sprechen sich für Rückeroberungen von ukrainischem Territorium aus. Und wir wollen also über beide Seiten sprechen und das mache ich heute mit Meinungsforscher Christoph Haselmeier. Hallo und herzlich willkommen bei Heiß und Federt. Danke für die Einladung. Und bei mir im Studio ist auch Andreas Rossmeißel, der stellvertretende Chefredakteur von Puls24. Hallo und schönen guten Abend, Andi. Guten Abend. Ich will gleich bei dir beginnen. Wir haben es gehört, das ist also ein sehr gespaltenes Bild. Warum sehen denn jetzt laut dieser Umfrage doch so recht viele Menschen die Unterstützung negativ und wollen eben Verhandlungen? Es gibt mehrere Argumente, ich will sie mal vielleicht ganz kurz ein bisschen gliedern. Also es ist einerseits das Argument der Wirkungslosigkeit der Vermeintlichen. Also wir haben es gehört im Beitrag, 13 Maßnahmenpakete hat die EU bis jetzt beschlossen und es ist aber keine Besserung im Sinne eines Abrückens Russland von seinem Angriffskrieg zu sehen. Also die Kriegssituation hat sich bei weitem nicht verbessert. Russland ist wirtschaftlich nicht so geschwächt, wie sich die Europäische Union das erhofft hätte. Dafür haben wir erlebt, wie im letzten Jahr vor allem die Energiepreise in Europa sehr stark nach oben gegangen sind. Irgendwann ist die Unterstützung der Bevölkerung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Auch das haben wir im Beitrag gehört. Gerade in Österreich sind knapp 50% jetzt inzwischen für Friedensverhandlungen statt weiterer Maßnahmen. Dann vielleicht ein zweites Argument. Wie sehe denn ein mögliches Exit-Szenario aus? Also wenn es nicht Friedensverhandlungen sind, was dann? Wollen wir Putin so weit in die Enge treiben, dass er dann quasi auch noch die Krim verliert, dass er diese abtrünnigen russischen Gebiete verliert? Könnte es dann nicht passieren? Das ist die Befürchtung dieser 49% der Österreicherinnen und Österreicher, das sagen, dass er sich dann irgendwann so in die Enge getrieben fühlt, dass er nur mehr den Ausweg einer Atombombe sieht. Und drittens noch ganz kurz vielleicht, irgendwann müssen wir doch wieder in eine Art Normalzustand mit Russland kommen, würden diese Menschen sagen. Wir können uns ja nicht in einen kalten Krieg Teil 2 quasi begeben. Irgendwann muss auch wieder eine Normalisierung der Zustände beginnen und irgendwann muss dieser Prozess auch starten. Andreas, vielen Dank. Das war die eine Seite. Haselmeier, schauen wir uns die andere Seite an. Es sind eben doch natürlich noch sehr viele dafür, dass man eben nicht verhandelt, sondern weiter unterstützt. Was sind denn da die Argumente? Ja, auf der anderen Seite ist es definitiv so, dass, und Sie wissen, dass ich ein Freund von Umfragen bin und auch von Umfragenergebnissen, aber berufsbedingt natürlich, aber in Wirklichkeit ist es so, wenn wir uns die Geschichte anschauen, zum Beispiel 1939 im März, da hat sich Adolf Hitler die Reste von der Tschechoslowakei einverleibt. Ja. Und immer wieder ist es darum auch gegangen, jetzt natürlich diese quasi russische Weltordnung à la Sowjetunion wiederherzustellen. Und eines ist klar, wenn wir oder
wenn man den Russen in der Ukraine gewinnen lässt, ja, dann steht er an der polnischen Grenze. Und dann könnte es durchaus soweit sein, ja, dass er nach Moldawien reingeht. Ja. Moldawien wird ja auch oft als das Armenhaus Europas bezeichnet, ist neben Rumänien. Und gleichzeitig aber auch könnte es passieren, dass er die Suwalki-Lücke nutzt. Das ist ein kleiner Korridor zwischen Polen und dem Baltikum. Und dann sagt er, möchte quasi ein großrussisches Reich wieder errichten. Das heißt, Russland ist ein Bär, ja, und wenn man einen Bären, ja, quasi nicht richtig begegnet, ja, dann frisst er dich. Und das ist natürlich diese große Gefahr, dass Wladimir Putin jede Schwäche des Westens ausnutzt, ja, und wir stehen in Wirklichkeit vor einer Zeitenwende. Es ist vielen nicht bewusst, ja, dass sich vielleicht auch Geschichte wiederholen kann. Ja. Wie gesagt, vor 85 Jahren hätte niemand gedacht, 1938, 39, dass am Ende 1945 es zwischen 60 und 70 Millionen Tote gibt. Und hier ist es einfach so, dass wir alles tun müssen, ja, um die ukrainische Bevölkerung, um die ukrainische Politik zu unterstützen. Tun wir es nicht, ja, werden wir definitiv der Verlierer sein. Ja? Nämlich, dass Russland auch weitere Schritte setzt. Und das kann wohl nicht der letzte Schluss sein. Danke für diese Analyse. Kommen wir vom Krieg in der Ukraine jetzt nach Österreich. Kommen wir nach Wien, denn in Wien steht heute ein Polizist vor Gericht. Am 7. Mai soll er bei einer Festnahme den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Boden geschlagen haben. Die Anklage lautet auf Amtsmissbrauch. Heute gibt es ein Urteil und das sorgt für viel Gesprächsstoff. Der Polizist wird nämlich freigesprochen. Wir blicken auch hier natürlich auf beide Seiten. Dieses Video sorgt vergangenen Mai für Aufregung. Ein Puls24-Kameramann filmt zufällig, wie ein Polizeibeamter den Kopf eines 19-jährigen Passanten mehrmals gegen den Asphalt hämmert. Heute wird der Polizist von einem Chef im Senat nicht rechtskräftig freigesprochen. Die eine Seite, in diesem Fall die Staatsanwältin Anja Oberkofler, ist über die Entscheidung empört. Die Juristin wirft dem Richter Befangenheit vor. Er habe das Urteil schon vor der Verhandlung geschrieben und nur mehr vorgelesen, ohne sich mit dem Chef im Senat zu beraten. Auch der Anwalt des 19-jährigen Opfers kann das Urteil nicht nachvollziehen. Wenn jemand eh schon am Boden liegt, sich nicht mehr rühren kann und hebt noch den Kopf und bewegt die Hand ein bisschen, dann ist das erstens sowieso kein Widerstand. Und zweitens, selbst wenn es einer wäre, dann wäre es nicht notwendig, den Kopf heftig zweimal zu Boden zu knallen, um diesen Widerstand zu brechen. Richter und Chef im Senat argumentieren auf der anderen Seite, dass der Wiener Polizist keinen willentlichen Amtsmissbrauch begangen habe. Außerdem wäre er mit der ausgeübten Gewalt nicht über das gerechtfertigte Maß hinausgegangen. Und schauen wir uns auch hier also beide Seiten an, Herr Haselmeier. Es gab da also jetzt diesen Freispruch, diesen viel diskutierten Freispruch. Was spricht denn jetzt für diesen Freispruch? Ich glaube, zuerst müssen wir uns bei den zehntausenden Polizistinnen und Polizisten im ganzen Land bedanken, dass die täglich ihre Arbeit machen, damit wir wirklich gut miteinander leben können in Österreich, die auch quasi tagtäglich ihr Leben riskieren. Kommt sehr selten zu brenzlichen Situationen, aber immer wieder. Und schauen wir uns hier diesen Vorfall auch an, ja. Kurz davor hat es dort einen Mord gegeben. Das heißt, die Exekutivbeamten vor Ort sind natürlich schon absolut unter Stress. Ja. Dann hat es ein Platzverbot gegeben, weil man natürlich dort ermittelt hat. Ja. Und wie ich das richtig vernommen habe, wollte dieser Herr dann zu einem Bankomaten gehen. Ja. Bankomat, das wissen wir gerade auch in Wien, gibt es nicht nur dort, sondern hätten wir auch woanders hingehen können. Und er wurde von der Exekutive aufgefordert, hier den Platzbereich zu verlassen, hat er nicht getan. Er hat sich auch nicht ausweisen wollen. Ja. Dann das eine Wort, das andere Wort wahrscheinlich. Ja. Und am Ende des Tages ist es hier auch dann zur Festnahme gekommen. Aber wir sehen schon generell auch in Österreich, dass eigentlich der Respekt gegenüber der Exekutive wie auch gegenüber des Militärs abnimmt. Ja. Zum Beispiel in Uni, man hat kaum mehr einen Respekt auch vor der Uniform. Ja. Weil wenn man zum Beispiel als Soldat
im urbanen Bereich unterwegs ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, dann passiert es immer mehr, dass man zum Beispiel auch bespuckt wird. Ja. Und das kann es eigentlich so nicht sein. Und gleichzeitig schützt die Exekutive, und es ist ja nicht so viel verlangt, einen Ausweis zu zeigen, gerade wenn eine wirklich schlimme Tat passiert ist. Ja. Wie gesagt, alle stehen unter Strom. Ja. Dann kommt es zu einer Schupferei, und am Ende des Tages, auch hier glaube ich, dass man generell die Polizei verstehen muss, ja, und dass man aber auch Respekt gegenüber ihrer Arbeit haben muss, was viele leider nicht haben, sagen, warum soll ich mir ausweisen, das ist mir doch egal. So kann es nicht sein, und deswegen finde ich den Freispruch gut. Außerdem glaube ich an die unabhängige Justiz, geht aber sicher jetzt in die weitere Instanz. Andreas Rosmeister, heute auch bei mir stellvertretender Chefredakteur von Puls24, du hast ja die andere Seite angesehen, wir haben es gesagt, der Freispruch wird auch massiv kritisiert, warum denn? Ja, also ich glaube, es ist nicht abzustreiten, dass Polizistinnen und Polizisten in einer quasi dauerhaften Ausnahmesituation arbeiten und dass das natürlich einfach ein extrem herausfordernder Job ist. Umso wichtiger ist es, dass man aber ganz klare Regeln einhält. Und ich glaube, wenn man sich diese Bilder anschaut, und man hat sie jetzt ja schon des Öfteren gesehen, dann passt das einfach bei weitem nicht zu der Erklärung, die der Polizist und sein Verteidiger abgegeben haben. Sie sagen ja, der Polizist hätte sich quasi abgestützt auf dem Kopf dieses 19-jährigen Passanten, und die Verletzungen hätte ja gar nicht der Polizist diesem Passanten zugefügt, sondern der hätte sich das quasi selbst zugefügt, indem er sich am Boden gerieben hat. Das kann man behaupten, aber ich finde, dieses Video gibt es einfach nicht ganz her. Also da wird einfach zweimal ganz eindeutig ein Kopf auf den Boden geschlagen. Und ja, natürlich, das Urteil der Justiz gilt. Man muss vielleicht dazu sagen, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ging ja nicht in Richtung Körperverletzung, sondern in Richtung Amtsmissbrauch. Ein höheres Strafmaß, aber man muss dann auch mehr nachweisen quasi. Also ich glaube, aus meiner Sicht hat das schon sehr stark so ausgeschaut, oder beziehungsweise aus der Sicht des Verteidigers Clemens Lahner, als wäre das eine überschießende Gewaltanwendung gewesen. Aber natürlich, es gilt jetzt die Entscheidung des OGH abzuwarten, was da dann rauskommt. Und vielleicht noch ein Satz zum Stichwort Signalwirkung. Wir müssen in Österreich natürlich darauf schauen, dass das hohe Ansehen, das die Polizei in der Bevölkerung hat, auch bestehen bleiben und dass nicht Zustände eintreten, wie sie zum Beispiel in den USA herrschen. Deshalb muss man einfach strenge Regelungen bei der Polizei vorsehen und diese dann auch umsetzen können. Wirklich nur ein Satz, ganz schnell geantwortet. Polizeigewalt, ich glaube, da sind wir uns alle drei hier einig, ist abzulehnen. Ja? Wie gesagt, ich würde auch sehr vorsichtig sein mit Videoausschnitten. Wir wissen nicht, was davor passiert ist. Und wie gesagt, Reaktion und dann eine Aktion. Ganz herzlichen Dank. Danke für die Analyse. Ein Thema haben wir noch. Da blicken wir jetzt nach Deutschland. Grünes Licht für legales Kiffen in Deutschland. In Kürze könnte es bei unserem Nachbarn so weit sein. Der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages genehmigt eine teilweise Legalisierung der Droge bereits. Werden die Pläne am Freitag auch im Parlament beschlossen, sind Eigenanbau und Besitz kleiner Mengen ab 1. April diesen Jahres legal. Deutschland gibt also Gras. Wird Österreich jetzt nachziehen? Wir beleuchten beide Seiten. Der Zug am Joint, was in Deutschland bald legal werden dürfte, ist und bleibt in Österreich vorerst illegal, ganz zum Leid einiger Einwohner. Laut einer aktuellen Heute-Umfrage wünschen sich 50% der ÖsterreicherInnen, dass Marihuana auch hierzulande legalisiert wird. Nur ein knappes Viertel hingegen ist klar dagegen. Auf der einen Seite argumentieren Befürworter wie die deutsche Ampelkoalition, dass man den Konsum der Droge mit einer Legalisierung sicherer gestalten wolle. Wer Marihuana zurzeit konsumieren will, kauft es illegal am Schwarzmarkt. Dort kann die Substanz hoch dosiert oder gestreckt sein. Wäre Gras legal, könnte man Reinheit und Konzentration kontrollieren und die Dealerkriminalität einschränken. Für die andere Seite wäre die Legalisierung der Droge enorm unverantwortlich. Cannabis würde man so nur verharmlosen. Außerdem kann der Konsum vor allem bei Jugendlichen die geistige Entwicklung stören und Psychosen verursachen. Blicken wir auf beide Seiten. Bei mir im Studio heute Christoph Haselmeier, Meinungsforscher.
Soll Österreich dann nachziehen? Soll Österreich auch die Cannabis legalisieren? Wie sieht denn das die Bevölkerung? Ja, wenn es nach einer knappen Mehrheit der österreichischen Bevölkerung geht, ja, dann ist man für die Legalisierung von Cannabis. Mhm. Ja. Rund ein Viertel lehnt diese strikt ab. Und diese Debatten ja, rund um Cannabis, die ist ja nichts Neues. Die flammt zwar jetzt wieder auf, aber in Wirklichkeit gibt es die ja schon seit Jahrzehnten. Und das ist dann oft auch ein Richtungsschreit zwischen den Parteien. Zum Beispiel die Grünen waren immer früher für die Legalisierung von Cannabis, aber zum Beispiel auch Teile der NEOS, die Jugendorganisation, die UNOS. Man kann es so sehen, dass man auch sagt, ja, es ist sinnvoll, Cannabis zu legalisieren, weil dann hat man natürlich den Markt unter Kontrolle. Ja. Wie gesagt, das Rauchen, wissen wir, ist schädlich, machen sehr viele Österreicherinnen und Österreicher. Das Alkoholtrinken auch, ja. Aber nicht jeder, der Alkohol trinkt, ist automatisch dann auch ein Alkoholiker. Ja. Gibt es natürlich, ja, aber wir wissen, dass das nur ein kleiner Bruchteil ist. Ja. Das natürlich dann betrifft, ist natürlich ganz schwierig und natürlich auch für das private Umfeld. Und Cannabis zu legalisieren, man hat es unter Kontrolle, man hat den Reinheitsgrad unter Kontrolle. Es ist ja dann nicht so, dass man dann auch 2 Kilo plötzlich haben darf, sondern in Deutschland sind 25 Gramm im Gespräch. Und es würde auch den Schwarzmarkt zum Erliegen kommen. Ja. Wir wissen in Österreich, der Cannabiskonsum ist dennoch noch immer relativ hoch. Ja. Es wäre, man könnte auch Steuern drauf einführen, damit hätten man auch Einnahmen, wieder auch der Staat. Staat sucht immer in Österreich nach Einnahmen. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen, speziell auch Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Hier gibt es nicht nur nicht jetzt klassische Umfragen, sondern wirklich Studien, nämlich wissenschaftliche, medizinische Studien sagen, auch hier ist auch Cannabis bei gewissen Krankheiten wirklich auch hilfreich, um diese zu bekämpfen beziehungsweise zumindest einzuschränken. Also ich plädiere hier tendenziell, Cannabis auch freizugeben. Andreas, du hast die andere Seite angesehen. Es gibt auch Suchtexpertinnen und Experten, die eine Legalisierung auch negativ sehen. Warum denn? Ja, du sprichst es an. Einer der bekanntesten in Österreich, sicher Professor Michael Musalek, ehemaliger Leiter des Anton-Proksch-Institutes, gemeinhin bekannt als Kalksburg, der ist strikt dagegen. Der sagt, eine leichtere Verfügbarkeit von Cannabis und eine Legalisierung würde eine leichtere Verfügbarkeit mit sich bringen, führt auch zu mehr Suchtkranken. Jetzt kann man sich darüber freuen, dass man vielleicht mehr Steuereinnahmen hat, ja, aber man hat dann auch mehr Suchtkranke. Und da ist die große Frage, ob man das will. Dann ein zweiter Punkt vielleicht. Cannabis hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erheblich intensiviert quasi. Also was meine ich damit? Der THC-Gehalt ist extrem angestiegen. In den 60er, 70er Jahren war der THC-Gehalt bei rund 1%. Inzwischen ist er bei 10, 20, teilweise 30% THC-Gehalt. Also das ist inzwischen einfach eine viel, viel stärkere Droge geworden, sagen zum Beispiel im Suchtexperten wie Professor Musalek. Mhm. Und vor allem, also Gesetze sind ja nicht nur Gesetze im rechtlichen Sinne, sondern Gesetze sind ja auch oft verschriftlichte Normen der Gesellschaft. Eine Freigabe von Cannabis würde natürlich auch dazu führen, dass der Staat sagt, Cannabiskonsum ist okay und damit fällt natürlich trotzdem eine gewisse Hürde für mögliche Konsumentinnen und Konsumenten und nun würden dann mehr Menschen damit anfangen, es zu nehmen. Ganz herzlichen Dank, dass du dir auch die Gegenseite angeschaut hast. Das war Andreas Rossmeißler, stellvertretender Chefredakteur von Puls24. Danke für deinen Besuch. Und Christoph Haselmeier, Meinungsforscher. Danke, dass auch Sie zu Gast waren hier bei Heiß umfedert und bei beide Seiten. Danke. Bis zum nächsten Mal.